Ich sehe immer aus wie so ein ungekämmtes Ding. Und jetzt wollte ich mal einmal nicht so aussehen oder mal eben. Nein. Accent circonflex. Accent circonflex hört sich an wie Cornflex und wo ist beim Cornflex im Häuschen? Also es ist das Häuschen. Es ist ein CBTO220D2. Klingt ein bisschen wie R2D2, ne? Mhm. Der Dremel aus der Hosentasche. Schraubendreher, mit Schlitzschraubendreher. Und in diesem Video zeigen wir euch, wie wir die Teile eingebaut haben. Drehkonsolen für den Renault Trafic, Opel Vivaro und so weiter und so fort. Und es ist gar nicht so schwer. Ne? Nein, diesmal sogar ohne Scheitern. Ja, wir haben es geschafft. Direkt wir, beim ersten Versuch. Ersten Versuch. Yeah! Wow. Unboxing. Unboxing. Was ist das? Ja, das schauen wir mal, was das ist, ne? Oui. Was wird das denn? Next Step. Pappe. Oh, Recyclingpapier. Passenger Side. Heißt das Beifahrer oder was? Passenger Side, ja. Das ist die Drehkonsole für den Beifahrersitz. Dünn, ne? Also schmal. Ja. Brauchen wir ja noch irgendwas wegen. Gibt es da noch sonst was? Einbauanleitung, TÜV-Gutachten, nichts dabei. Toll. Ach. Oder? War hier irgendwas? Googeln, das ist nur Werbung, ne? Oh, das ist ganz schön schwer. Ja. Da ist. Also guck mal, das ist schau, auch wie süß. Ein Döschen geschenkt bekommen. Maja hat ein Döschen geschenkt bekommen. Mit Schrauben. Ach guck mal, das ist sogar echt extra mit Rot für die kurzen. Ja, das ist eigentlich Sicherung. Das sind so. Ach so, das ist so selbstsichernde. Nicht mehr sich rausdrehen. Mhm. Never watch, niemals fahren, ohne die Drehkonsole in Fahrtrichtung zu verriegeln. Guck mal, da können wir direkt gucken, wo Cachon et les glissiers d'origine. Wir gucken einfach mal hier auf das Coupé-Mal. Wo zwischen kommt das denn jetzt hier? Ne, dazwischen, ne? Also ich bin gerade dabei, die Montage. Nee, das kommt. Dazwischen. Dann würde das, wie willst du das dann drehen? Naja, das kommt ja dazwischen. Dann würde sich das auf dem Boden drehen, ne? Also soweit ich das weiß. Ach so, du meinst, das kommt dazwischen? Ja, das kommt dazwischen. Da, wo die. Aber ich sehe gar nicht, dass da die Schiene. Ah doch, hier. Oh, die kriegen wir. Ah doch, können wir ja von nach vorne und nach hinten schieben, ne? Genau. Da sind auch Schrauben. Ja. So, aber da. Ich hole erstmal die Montageanleitung aus dem Internet, ne? Wartens. Aber dann haben wir da ja gar keinen Platz für die Batterie mehr, wenn wir da drehen. Ja, das werden wir alles gleich rausfinden. Möglicherweise haben wir da gleich ein Problem. Wir erschaffen uns quasi jetzt schon wieder neue Probleme. Wir vergrößern das Lösungspotenzial. Ja, könnte man das so auch nennen? Ja, das hast du hervorragend ausgedrückt. Es ist nett gesagt, wir erschaffen neue Probleme. Ne? Genau, aber das, ja, das stimmt. Die Batterie wird ja wahrscheinlich nicht mehr drunter passen. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr sicher. Wenn wir da jetzt eine Drehkonsole reinmachen wollen, weil die ist ja hier so deckend, ne? Also zu. Da ist ja alles zu. Ja, genau, da, guck, da ist die Schraube. Let's go. Da ist der Plan. Yes. Liegen jetzt so drin, die Muttern, okay. Erste Schraube raus. Okay. Sitz nach ganz hinten und das gleiche hier vorne. Geht? Ja. Ah. Yes! Und eine noch. Sieht aber gemütlich aus. Und vier. Bestimmt das hier. Warte. Aha. Richtig. So, warte mal. Jetzt ich dachte, du wolltest auch mal deine Künste auf deinem Video verewigen. Ich bin hier aber verkehrt rum. Wie geht das denn nochmal? Drehen. So. Jetzt ist das da total. Ich stehe hier aber auch wie so voll Pfosten. Doch! Hey! Zack!
hat's geschafft. Siehste. Siehste, man darf nicht aufgeben. Ja, irgendwas. Warte mal. Du musst höher im Ende. Jawohl. Yeah. Ist schwer. Es geht. Das muss man dann aber auch irgendwie runterdengeln, oder was? Ja, das habe ich schon gelesen. Irgendwie muss man das runterdengeln. Oder abflexen oder so. Das müssen wir uns gleich mal überlegen. Aber erstmal müssen wir die Batterie ausbauen. Das müssen wir dann anders lösen. Ja, das darfst du machen. Da kann ich dann filmen, weil da habe ich so viel Plan wie... Ne? Yes. Batterien sind so schwer. Nee, da kann ich nicht hebeln. Da komm ich. Ja, ist jetzt ein Zentimeter Platz. Super. So reicht schon. Cool. Höher jetzt, ne? Ja, da kann man. Warte mal. Wie geht der denn da? Nee, was ist das denn? Ach, guck mal hier, ich habe ja noch. Einen. Ach, den kannst du da runter machen. Boah, guck mal, hier sind. Die waren total hochgepumpt, krass. Krass, guck mal. Ja, guck mal hier. Wir machen uns Sorgen. Aber ich hatte eigentlich was anderes vor. Hier. Ah, guck. Ah, siehst du? Warte mal. Damit man auch einen Eindruck kriegt. Das ist ja geil. Aber hier, das passt ja ganz genau, ne? Aber dafür ist es ja auch. Prost. Aber wie kriege ich den denn jetzt wieder? Achso. Der ist ja automatisch. Du musst die Lehne wieder ein bisschen hochstellen. Die stößt hinten dran. Das ist schon alles sehr kompakt hier. Da muss man schon. Bisschen Formel, ne? Ja, aber bei dir muss man auch genau wissen, wie die Dinge stehen müssen. Und ja. Kennen wir das hier noch nicht, ne? Das stimmt. Oh. Und ich weiß auch noch nicht so gut, wie... Eigentlich wollte ich hier drehen und so. Jetzt sitze ich natürlich so, ist einfach toll. So, jetzt muss ich den Jens hier nochmal filmen. Den habe ich noch gar nicht. Von der Van Crew hier erfasst. Ja, guck mal. Endlich auch mal da. Der Jens. Ja. Na? Aha. Hier wird auch repariert und gebastelt. Ja, viel. Ach, guck mal hier, der kocht sich hier selber Dichtungsringe. Das ist ja auch toll. Ja,
Guck mal hier. Rausgehen. Der Jens, der Dichtungskoch. Was gibt's denn heute? Heute gibt es Dichtungsplan. Spaghetti, unendlich Spaghetti. Und gibt's Fortschritte bei euch? Schon einige, ja. Ich glaube, ihr seid so das Vorzeigeauto, ne? Ja. Wenn man es richtig schön machen will, dann macht man es so mit Liebe und Geduld. Guck mal hier, dass die Decke wird auch immer perfekter. Ich, so ein ja, Zeug, ist immer, ne? Genau das Letzte, wo man guckt irgendwie, das ist rein. Nicht, das Wichtigste ist nicht da. Ja, falls mal, falls wir nochmal eine richtige Mutter brauchen, ne? Ja. Das richtige, ein bisschen größer sein. Ja, das richtige Werkzeug ist auch wichtig, natürlich. Weiter geht's. Fahrersitz. Die muss ja erhöht werden, sonst kommt mit der, kommen wir, glaube ich, mit der Handbremse nicht hin. So, und jetzt ist es wieder, ich glaube, ziemlich das gleiche Ding. Ich vermute nur mal spiegelverkehrt. Oh, das Döschen wieder. Der Döschen wieder. So, hier haben wir das Problem mit der Handbremse, ne? Genau, ah ja, aber man sieht jetzt ganz gut, mit den Abstandshaltern wird das genau drüber kommen. Dann sich der Ach so, genau, dann kommt das dazwischen noch, ne? Ja. Irgendwie anscheinend. Ich dachte schon, das wäre anstatt, aber ne, das kommt noch dazwischen, ja. Die Filmarbeiten am Fahrersitz sind schwieriger. Das Lenkrad ist eindeutig im Weg. Das stimmt. Frau sammelt Schrauben? Ja, das tut sie. Yeah. Pion sous la glissère droite. Obwohl droite wurde doch eigentlich mit dem Und es heißt, wenn wir die Bedienungsanleitung studieren, und auch die gibt es nur in Französisch. Siehst du nochmal, Accent Circonflex war doch dort, oder nicht? War doch das I mit dem Accent Circonflex. Weiß ich mir das immer, gab es doch den Accent Tegu und Accent noch irgendwas und den Accent Circonflex. Weißt du, wie ich mir den gemerkt habe? Der sieht nämlich aus wie ein Häuschen. Und wo isst man Cornflakes? Im Häuschen. Total. So, Leute, also das ist ja mal wieder ein geiles Beispiel. Ne? Mayas Eselsbrücken, die sind einfach unschlagbar, ja? Also, Accent Aigu isst man Corn... Nein. Accent Circonflex. Accent Circonflex hört sich an wie Cornflakes. Und wo isst man Cornflakes? Im Häuschen. Also, es ist das Häuschen. Also, wenn ihr das noch nicht verstanden habt, dann aber jetzt, ne? Damit wir über die Handbremse kommen. Ne? Du musst doch mal gucken, wie fest das sein muss. So, das hier ein bisschen ist aber gehonkelt. Lass uns das nochmal zeigen, hier, wie man den dreht. Ja, das ist schon ein bisschen... Da muss man sehr gucken. Genau, wie war das? Das war nach... hier. Jetzt machen wir den ganz unten, wo der wahrscheinlich auch bleibt. Dann haben wir das recht gut nach vorne gemacht, meine ich. Ne? So. Ja. Und dann den ziemlich weit nach vorne, kommt man am Lenkrad vorbei. Dann muss man aber wieder nach hinten, sonst kommt man hier an dem... Aber es geht, also... Ich meine, du hast natürlich immer jedes Mal den Sitz komplett verstellt. Aber
Genau, so. Jetzt kann man auch den wieder. So. Jetzt mal gucken, ob ich überhaupt noch da zwischen Lenkrad und Sitz passe. Der ist ja jetzt höher, ne? Aber ja, du kannst ihn wieder runter, man kann ihn wieder runter machen, ne? Du hast ihn jetzt eben ganz runter gemacht, ne? Den Sitz, dadurch kannst du auch wieder ein bisschen tiefer, ne? Ja, aber der ist jetzt so wie vorher auch, würde ich fast sagen, ne? Also vorher hatte ich den halt über die Sitzdings hier, aber der ist jetzt ganz unten. Und ja. Ich glaube jetzt auch nicht, dass ich den höher machen würde. Also da müssen wahrscheinlich echt große Menschen, wenn du... Bei dir ist ja viel mehr Platz, ne? Du hast ja, das haben wir ja schon festgestellt, bis hier ist bei dir viel mehr Platz beim Ducato, aber bei dem Auto, so groß darfst du dann auch nicht sein. Ja. Ja, geil, aber es ging gut, ne? Jo. Ich meine, gut, jetzt hatten wir natürlich auch Übung von dem ersten. Wobei, was noch spannend wird. Ach so, das müssen wir nochmal dran machen. Genau, wie das dann geht, ne? Das machen wir jetzt mal dran. Ja, der dreht sich dann mit, der Gurt, das geht schon. Ja, ich bin gespannt, ob der lang genug ist. Ja, man hat immer den Gurt da dran hängen, ne? Ja, aber... Ist ja auch so geplant anscheinend, sonst wäre es ja anders, oder? Ja. Aber wieso ist denn das jetzt so? Achso, nee. Also ich denke, also ist wie bei dir auch, du machst das mal eben so und ich habe am Anfang habe ich auch da voll gehonkt und dann, wenn man das gewöhnt ist, dann weiß man genau, wie die Sachen zu stehen haben, welcher Hebel wofür ist und so, und dann geht das. So. Das Kabel müssen wir wieder reinfummeln, genau. So, und da würde ich jetzt aber so einen Kanal drum machen, irgendwie einfach nur, weil sich da ja doch immer mal was dreht. Ja. So, das würde ich auch, glaube ich, wieder da fest. Das muss auf jeden Fall. Dann einfach nur die Stecker zusammen, oder? Die Stecker zusammendrücken, einfach, genau. Gibt es da eine gute und eine schlechte Richtung? Nee, die gehen nur in eine richtige Richtung. Die kann man nicht vertauschen. Bist du sicher? Ja. Ja. Hier ist der Stecker. Den habe ich jetzt wieder zusammengesteckt. Wir haben das jetzt hier durch die Mitte, ne? Da ist er extra. Und ich dachte jetzt hier den Stecker hier unten drunter mit dem Kabelbinder da dran festmachen. Genau, da war ja vorher schon wieder dran. Wir haben die Halterung abgemacht. Genau, so, mit dem Kabelbinder. Das ist super. Und dann das, aber das mache ich jetzt zuerst, weil das ist einfacher, wenn ich das jetzt machen kann. Ich gucke erstmal nach der Länge. Genau, du kannst ein kürzeres Stück nehmen. Oh, ich glaube, das ist ganz gut. Das so, ne? Oder? Sieht gut aus. So. Also, und ich bin jetzt tiefer, ne? Der Fahrer ist jetzt hier der Chef, ne? Aber ist ja normal, ist ja auch so, ne? Du kannst auch höher machen. Ja, man kann die Sitze höher machen. Ich kann große Menschen mitnehmen, aber große Menschen können nicht dieses Auto fahren. Nee, das ist halt wegen dem, damit wir über die Handbremse kommen, ne? Ja. Also am Berg darf man die nicht drehen. Wir haben Drehkonsolen von Scoperma ausgesucht. Es gibt auch gar nicht so viel Auswahl hier für das Auto. Und Scoperma ist so ein französischer Hersteller. Ich verlinke euch unten wieder Links natürlich, wo ihr euch die Produkte kaufen könnt. Und echt einfach zu verbauen. Genau, man muss nämlich ein paar Kleinigkeiten machen. Man muss so zwei Pinne abflexen, die an dem Sitz dran sind. Da nimmt man am besten eine Flex. Wir hatten allerdings keine. Wir haben den Dremel genommen, der Nimbus 3000 Super Dremel. Und waren echt erstaunt, dass das überhaupt geht mit diesem mini kleinen Gerät. Ja gut, es hat irgendwie zwei Scheiben gekostet, ne? Oder halb. Aber immerhin, dass es überhaupt gegangen ist, top. Danke Dremel. Ja. Eine Sache, beim Fahrersitz ist das über eine größere Schraube mit Mutter, eine kleinere Schraube mit Mutter und dieser, wie nennt man es? Ich sage immer gerader Winkel, aber das ist ja Quatsch. Metallverbinderplättchen. Genau, also das ist irgendwie über, aber da gibt es überhaupt gar keine Löcher und irgendwie gar keinen Grund für, scheinbar. Wenn jemand weiß, wofür die sind, Quizfrage, was kann er gewinnen?
Also, wer das weiß, wofür das ist? Es gibt nichts zu gewinnen, außer ein fettes Lob. Und ein dickes Dankeschön. Ja. Ja, also, aber wir vermuten fast, dass es vielleicht auch für irgendwas anderes ist oder für einen anderen Sitz. Mhm. Weil irgendwie... Ja. Und jetzt? Nochmal Drehsitze. Maya hat Drehsitze im Auto. Ja, was noch ein bisschen witzig ist, also die drehen sich mit, die... Genau. Aber gut, das stört ja nicht wirklich. Also genau. Es ist ein bisschen... unüblich, weil wir da was von dir kennen, aber gut. Bei Ducato sind die nicht an dem Sitz dran, die Sicherheitsgurte, genau, sondern an der Konsole. Aber hier drehen sie sich dann mit, aber geht ja so weit. Ja, ja, gut, aber sonst hätte man wieder mehr Platz und wäre noch höher gekommen. Du hast ja hier nicht so viel Platz, ne? Ja. Also groß bin ich ja jetzt auch nicht. Ich bin ja doch schon. Also, auf jeden Fall. Das geht gut, einfach absolut empfehlen. Also da kann man gut... Zu zweit, was haben wir jetzt für den zweiten Sitz, wo wir schon so ein bisschen geübt waren, haben wir noch nicht mal eine Stunde, glaube ich, gebraucht, ne? Genau. Das hat auch echt Spaß gemacht. Ja. Perfekt. Also, viel Erfolg wünschen wir euch und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao, ciao.